Letzter Punkt zum BLM, also zum Black Lives Matter. Da beobachte ich auch mit angemischtem Gefühl, etwas wie Nkrumah gesagt hat. Es ist auf jeden Fall positiv und gut, dass ja, jetzt viele Jugendliche sozusagen aufgeweckt sind und auf die Straße gehen. Aber wenn ich schaue, unsere Situation als schwarze Menschen, konkret hier in Deutschland, ja, war ja schon lange einfach, waren wir in einer schwierigen Situation. Müssen wir warten, dass eine schreckliche ein Ereignis in den USA stattfindet, bevor wir hier aufstehen und was zu machen? Ja? Und Black Lives Matter gibt nichts in Deutschland erst 2020. Ja? Da gab es ja schon seit einigen Jahren. Und warum wurde es nicht wahrgenommen? Also ich denke, dieser, ja, ich will das nicht als Euphorie benennen, aber ich sehe das auf jeden Fall etwas kritisch. Es ist vielmehr so, dass Rassismus in aller Munde ist, weil es durch ein Ereignis sozusagen von weit weg von hier ist. Aber das ist nicht, also wir hier, wir haben das große Problem nicht. Wir haben dieses Problem nicht. Und das halte ich für falsch. Und deswegen hoffe ich, dass es keine Momentaufnahme ist, dass wir am Ball bleiben. Ja, die Geschichte wird uns ja, die Wahrheit zeigen. Amadou, wenn ich da rein darf und reagieren darf, ich stimme dir da komplett zu. Und auch allem, was ihr in der Runde gesammelt habt. Ich würde nicht aber sagen, niemals aber, auf einer politisch-gesellschaftlichen, atmosphärischen Ebene stimme ich dir dazu. Auf einer individuellen, persönlichen, für die jungen Menschen, wir sprechen jetzt hier in München, die 20.000, 25.000 Menschen, die wir auf dem Königsplatz hatten, die sich versammelt hatten, für sehr junge Menschen, für die das vielleicht ein erster öffentlicher politischer Moment dargestellt hat, glaube ich, ist es was biografisch Wesentliches und was Wichtiges. Und von mir aus gesprochen in der Draufsicht würde ich sagen, ist es auch was, ja, empowernd ist immer sozusagen, aber sowas aktivierend, steht das auch für sowas Aktivierendes, dass da wahrscheinlich ich hoffe mal, sich auch eine gewisse das Gefühl einer Selbstverständlichkeit bewusst sich gemacht werden konnte, um zu sagen, ja, ich zähle, ich stehe hier auf der Straße nicht allein und Menschen sprechen für mich, mit mir und das kann auch meine Stimme sein und das, glaube ich, hat was ungeheuer Stärkendes in Gang gesetzt. Aber ich teile natürlich auf einer sozusagen anderen Ebene das, was du sagst. Ja. Auf einer sehr individuellen, glaube ich, war es so furchtbar der Anlass, war so großartig die Erfahrung auch in eines kollektiven Moments, als schwarze Gemeinschaft auf der Straße zu stehen. Jennifer, wolltest du direkt antworten? Darf ich noch ganz kurz? Okay, klar. Ja. Oder? Sarah, das stimme ich dir zu. Deswegen habe ich ja gesagt, ich hoffe, dass das keine Momentaufnahme ist. Ja? Ansonsten, was mir schon traurig macht, ich denke, es war ja, wenn das sozusagen eine Bewegung, die hier zum Beispiel in München einfach stattgefunden hat, konnte ich glauben oder fest die Meinung haben, es haben sich die Jugendlichen wirklich was ja, begriffen, wie die Situation ist und wirklich entschieden, was dagegen, also ihre eigene Situation dagegen vorzugehen. Aber es war in viele Städte, ja, es war in viele Städte und ich befürchte, dass das sozusagen nicht so organisiert würde, weil das hier und da stattfindet und dann müssen wir machen. Hoffe ich, dass das nicht so ist. Hoffe ich, dass das weitergeht. Ansonsten fände ich es wirklich traurig, wenn ich schaue, dass 21. März, ja, das ist essentiell für uns als schwarze Menschen. Ja. Was passiert jedes Jahr 21. März? Null. Ja.
Ich organisiere jedes Jahr in München die Demo für den 21. März. Und warum interessieren unsere Menschen nicht? Ja? Warum stehen wir in einer Stadt wie München, ja, mit etwa 300 Menschen? Ja? Das ist eine Schande. Ja? Und deswegen sehe ich einfach die aktuelle Situation etwas kritisch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es keine Momentaufnahme ist. Okay, ich wollte mich nur kurz zu Wort melden, weil es um Black Lives Matter ging und ich habe die Demo halt mitorganisiert. Deswegen wollte ich halt direkt was draus sagen. Und also bei uns, also jedenfalls für München, ging es nicht darum, dass wir das nur machen, weil die anderen Städte das machen, sondern in unserer Gruppe, also es ist ja nicht immer wirklich eine Gruppe, wir wollten eine Bewegung bleiben, damit es offen ist. Und wir wollen uns auch umbenennen, weil Black Lives Matter ist einfach, es hat eine negative Konnotation. Wir sind dann Opfer damit. Deswegen, also mein Vorschlag ist, es umzubenennen. Ich muss es noch durchbringen. Aber wir sind eine Gruppe aus Menschen, Jugendlichen zwischen 17 und der Älteste ist 25. Und deswegen war es für uns so, okay, wie können wir jetzt irgendwas machen, um uns irgendwie zu behaupten, um unsere Stimmen zu erheben. Und ich persönlich bin zum Beispiel auch überhaupt kein Fan von, also ich bin kein großer Fan von Demos, aber da ging es wirklich eher darum, uns allen einen Ort zu verschaffen, in dem wir sehen, trotz der Situation mit Corona stehen wir alle gemeinsam da. Also es ging nicht nur um George Floyd, denn er ist nicht der einzige schwarze Mann, der gestorben ist, weil er schwarz ist. Es ging einfach darum, also vor allem, als ich da war und vorne stand und dann, ich habe kleine Kinder vor mir gesehen, die am Weinen waren, weil die sich für einmal zugehörig gefühlt haben. Und ich glaube, bei der Demo ging es hauptsächlich, also meiner Meinung nach, darum, diesen Zugehör zu verschaffen, wirklich nochmal zu zeigen, manchmal müssen wir uns einfach sehen, zu zeigen, hey, du bist nicht alleine. Es ging nicht darum, dass 25.000 Menschen da standen, sondern es ging darum, dass extrem viele schwarze Menschen da standen. Und das war, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und wir sollten uns nicht auf Demos beharren, deswegen, es reicht nicht einfach nur Black Lives Matter zu schreien. Black Lives Matter ist für mich eher sowas wie, also schon irgendwo eine Opferrolle, aber auch eher mehr so Empowerment irgendwo. Aber jetzt geht es darum, drüber hinaus zu gehen. Und deswegen fand ich es halt so cool, dass so viele junge Menschen gekommen sind, weil die jetzt Zugehör haben, die sehen es, die verstehen, die fangen an, ein Verständnis dafür zu empfinden, das sie davor vielleicht nicht hatten. Vielleicht dachten sie davor, ich bin Deutscher, ich bin hier aufgewachsen, ich habe nichts mit Afrika zu tun, ich kenne keinen Rassismus, habe ich noch nie gesehen. Und jetzt war es so das erste Mal, dass denen wirklich klar geworden ist, eigentlich hatte ich schon unterschwellige Erfahrungen mit Rassismus. Eigentlich bin ich schon in der Schule benachteiligt worden. Ich werde manchmal von einem Lehrer schlechter behandelt wegen meiner Hautfarbe und habe es einfach ignoriert. Und es gibt andere Menschen, denen es genauso geht. Und es ist nicht schlimm, dass ich in dem Sinne ein Opfer bin. Denn ich entscheide immer noch, wie ich Sachen wahrnehme und ich kann für mich einstehen. Und also für mich war das jedenfalls der Punkt. Das wollte ich einfach mal kurz einwerfen. Und ja, also Krummer wollte als nächstes sprechen. Ich hatte auch. Ich wollte nur zum Punkt Momentaufnahme nochmal kommen. Ich glaube nämlich sehr stark daran, dass es eine Momentaufnahme ist. Und weil wir dürfen nicht vergessen, dass gewisse Länder sich auf Leid, auf Hass, auf Rassismus von bestimmten Ethnien aufgebaut haben. Und zwar seit Jahrhunderten oder immer noch aufbauen. Und mir reicht es nicht, wenn Deutschland sagt, ja, wir unterstützen Black Lives Matter und dabei hinterrücks Afrika unterdrückt oder zum Beispiel die libysche Küstenwache finanziert oder ausrüstet, die dann wiederum Schwarze versklavt. Das ist für mich, das ergibt für mich keinen Sinn, weil ich der Meinung bin, dass wir Schwarze, egal wo wir leben auf dieser Welt, tragen den Nachnamen Afrika. Das heißt, solange Afrika in dieser Situation ist oder solange Afrika so stark unterdrückt wird, wird sich die Situation weltweit jetzt für uns Schwarzen nicht verändern. Das heißt, der Glück oder die Stärke von uns Schwarzen überall auf dieser Welt fängt mit der Unabhängigkeit und der Freiheit Afrikas an. Und dafür sollten wir uns viel, viel mehr mit Afrika beschäftigen. Und bei dieser ganzen Demonstration, es ist natürlich irgendwie schön, alle Menschen, egal welche Ebene, gehen auf die Straße, aber es ist alles zu temporär, das ist mir alles zu einer Momentaufnahme. In dem Sinne, es wird über ein Problem gesprochen, aber es werden keine Lösungen vorgeschlagen. Oder die einzige Lösung, die vorgeschlagen wird, ist halt, dem Staat darum zu bitten, uns endlich als Menschen zu sehen und endlich zu verstehen, dass wir auch Menschen sind. Aber ich sehe mich nicht als Opfer. Ich bin stolz darauf, Afrikaner zu sein oder Kameruner zu sein. Und ich sehe mich ganz und gar nicht als Opfer. Und ich kann nur meine Community appellieren, dass keiner kann uns unsere Menschlichkeit aberkennen, solange wir ihnen nicht diese Zustimmung geben. Und immer in dieser Position zu sein, zu betteln, zu fragen, ich bin es leid. So, derjenige, der unterdrückt wird,
muss sich nicht rechtfertigen, warum er Black Power schreibt, oder muss sich nicht rechtfertigen, warum er jetzt mit seiner Community für etwas kämpfen muss. Und deswegen spreche ich auch von Black Power, Empowerment, Afrokrasie, weil ich denke, wir Schwarzen haben immer noch diese mentale Ketten. Und diese mentale Ketten sorgen dafür, dass wir nicht vorankommen, dass wir nicht die richtigen Lösungen für Probleme haben. Und deswegen, wir sollten das Problem wirklich auf eine andere Perspektive analysieren. Nicht nur aus der eurozentrischen Perspektive, sondern aus der afrozentrischen Perspektive und verstehen, dass die Interessen des Staates nicht unsere Interessen sind, weil die haben, diese Staaten, von denen ich spreche, haben sich wirklich auf Rassismus, auf Sklaverei, auf Kolonialzeit bis heute auf Ausbeutung aufgebaut. Das heißt, diese Länder können gar nicht dieses Verständnis haben, also auch wenn wir über Bildung reden, sie können nicht dieses Verständnis haben wie wir, weil die Sachen aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Für die lohnt es sich so. Ich habe letztens zum Beispiel eine Diskussion mitbekommen in Frankreich, da wurden über die positiven Aspekte der Kolonialzeit gesprochen. So, was für uns Afrikaner eigentlich ein Skandal ist. Es ist so, als würde ich über die positiven Aspekte des Holocaust reden. Das würde ich auch nicht machen. Aber die Franzosen oder die Deutschen oder die Amerikaner sind so davon überzeugt, dass die Kolonialzeit für uns Afrikaner, dass sie sich anmaßen, an unsere Stelle zu reden. Und da fängt es schon an. Und das zeigt wirklich, dass wir wirklich in dieser Opferrolle, in dieser Unterdrückungsrolle sind. Und da müssen wir schauen, dass wir uns befreien. Also die Wahrnehmung, die wir von uns selbst haben, muss sich ändern. Und nicht, dass wir versuchen, die Wahrnehmung, die andere von uns haben, zu ändern. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Da würde ich gerne einhaken. Was hat Black Lives Matter gebracht? Es hat gebracht, wir sind da. Wir sind ein Teil hier in Deutschland. Wir können nicht mehr übersehen werden. Und die Folge davon war, dass es eine Medienpräsenz geschaffen hat, wo ganz wortstarke Sprecher und Sprecherinnen sprechen konnten. Und zwar Menschen afrikanischer Herkunft, schwarze Menschen, über die nicht gesprochen wird, sondern die sich selbst repräsentiert haben und ihre Agenda vorstellen konnte. Und das ist ein sehr großer Fortschritt gewesen. Das ist das eine. Dann dürfen wir nicht vergessen, da komme ich auch nochmal auf den Kummer zurück, natürlich gibt es noch sehr viele Ziele, die wir erreichen wollen. Es gibt aber auch Menschen in der Vergangenheit, die schon sehr viel geschafft haben. Ich möchte da an die UN-Dekade erinnern, die internationale UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft, die von den Vereinten Nationen 2014 proklamiert wurde. Und an dieser Proklamation haben sich sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen, Initiativen beteiligt, aus den Mitgliedstaaten der UN. Das heißt, daran waren sehr viele schwarze Experten und Expertinnen beteiligt, dass überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass schwarze Menschen zu einer Gruppe gehören weltweit, die so unterdrückt worden sind, dass das Auswirkungen auf die Gegenwart immer noch hat. Und der Sinn dieser UN-Dekade ist, dass die Staaten in die Pflicht genommen werden oder sich verpflichtet fühlen, Maßnahmen zu ergreifen. Das ist Teil des Programms. Deutschland hat diesen Maßnahmekatalog ratifiziert. Das heißt, auch Deutschland hat sich verpflichtet, beziehe mich jetzt nur auf den Bereich kulturelle Bildung, Aktionen zu unterstützen, um zu korrigieren, das afrikanische Bild, das immer wieder perpetuiert wird in den Curricula, also dieses stereotype afrikanische Bild von Afrika ist ohne Geschichte. Dann hat sich Deutschland mit der Ratifizierung auch verpflichtet, das ist ganz konkret, im Maßnahmenkatalog steht das, Lehrbücher müssen korrigiert werden, weil afrikanische Geschichte in Lehrbüchern verfälscht ist. Und das macht natürlich auch etwas, diese Verfälschung, die afrikanische Geschichte nicht rehabilitiert, das macht natürlich auch was in dem Bewusstsein von Menschen, wie der Blick auf diesen afrikanischen Kontinent liegt. Ja?
Also wie gesagt, es gab Menschen, die sich Gedanken gemacht haben und es gibt Maßnahmen, die ergriffen werden können und daran können wir zum Beispiel arbeiten, indem wir das einklagen für uns. Das kann natürlich mit Hilfe einer Konferenz sein oder mit Hilfe einer Petition. Okay. Da müssten wir uns Gedanken machen. Danke, Modupe. Also ich glaube, also Kuma und dann Jennifer und dann würde ich sagen, geben wir noch ein paar andere Aspekte an. Aber ich freue mich, dass ihr gleich aufeinander Bezug nehmt. Kuma, du hast das Wort. Ich muss ehrlich zugeben, ich wusste nichts von dieser UN-Dedikade. Und aber ich muss auf der anderen Seite sagen oder daran erinnern, dass 1789 wurde über die Menschenrechte geredet. Quasi, dass alle Menschen gleich sind. 1789 wurden Schwarze trotzdem versklavt. Das heißt, damit will ich nur sagen, dass diese Verträge, diese Ratifizierungen und so weiter, das ist alles schön und gut für die Medien. Doch konkret passiert nichts. Es hindert nicht daran, westliche Unternehmen nach Afrika zu gehen, kleine Kinder dafür zu sorgen, dass sie auszubeuten, damit wir Smartphones haben. Das ist das, was wir verstehen mussten. Also das ist dieses Ratifizieren oder dieses in den Medien rumsagen, ja, Black Lives Matter, das ist eine Momentaufnahme, damit wir Schwarze uns freuen. Das ist ein bisschen dieses Instrumentalisieren, ein bisschen Körner werfen, aber langfristig ändert sich nichts. Sonst würden wir nicht 2020 hier sitzen und darüber diskutieren, dass es Rassismus und Bildung gibt. Und ich glaube nicht, dass unser Ziel sein sollte, die Bildung in Deutschland zu verändern, sondern wirklich, dass wir unsere eigene Plattform erschaffen. Dass wir schauen, dass wir... Es gibt ja zum Beispiel chinesische Schulen hier in Deutschland oder persische Schulen, wo Chinesen oder Perser ihre eigene Geschichte erzählen. Dass wir wirklich Plattformen haben, oder wie zum Beispiel bei Panafrikanismus in München habe ich das gesehen, in dem Sinne, dass Afrikaner sich zusammengetan haben und über die Geschichte gesprochen haben. Das heißt, es gibt auch hier in München schon Schwarze, die verstanden haben, wir müssen die jüngere Generation bilden. Das, was wir wissen, müssen wir weitergeben. Wir können nicht da sitzen und auf die Straße gehen und warten, bis andere uns bilden oder uns über unsere Geschichte lehren. Das gibt es nicht, das geht nicht. So, und unsere Geschichte ist erst recht nicht Kolonialzeit und Sklaverei. Ich bin der Meinung, da hört unsere Geschichte auf. Unsere Geschichte fängt viel, viel früher an. Die ersten Menschen auf dieser Welt waren Afrikaner. So, die erste Zivilisation auf dieser Welt waren Afrikaner. Ägypten, Kemet, so technologische Fortschritt. Deswegen, ich finde es auch immer ein bisschen schade, wenn wir auf die Straße gehen und darum bitten, Bildung, dass man mehr über Kolonialzeit, über Sklaverei. Ich und Jennifer waren auf einer deutsch-französischen Schule, da wurde über Sklaverei gesprochen, da wurde auch über Kolonialzeit gesprochen, aber das hat nicht dafür gesorgt, dass ich als Afrikaner rausgehe und sage, boah, ich bin stolz. Nein, das Stolz ist gekommen, als ich gehört habe, dass Menschen wie Sankara gestorben sind für Burkina Faso, dass Menschen wie Kwame Nkrumah für Ghana gestorben sind oder für Afrika. Darauf kommt mein Stolz, dass ich einfach die wahre Geschichte meines Kontinents kenne. Und nicht die ständige Leidzeit oder die ständige Trauer von meinem Volk. Das macht mich nicht stolz, das macht mich eher traurig. Und das sorgt dafür, dass ich Lust habe, aus Afrika und meine Community dazu appellieren möchte, aus Afrika wieder das Afrika zu machen, wie es mal war. Und zwar ein sehr starkes, reiches Kontinent. So, wir müssen raus aus dieser Opferrolle, wie das in den NGOs manchmal repräsentiert wird. Afrika ist das reichste Kontinent in dieser Welt, hat die meisten Ressourcen und Rohstoffe, nur die Bevölkerung profitiert nicht davon. Und das müssen wir verstehen, vor allem die Diaspora, die hier geboren aufgewachsen ist, die manchmal ein bisschen zu arrogant oder ignorant sind gegenüber des afrikanischen Kontinents. Das ist so mein Punkt. Also ja, Krumm hat schon einen Punkt genannt, den ich selber nennen wollte, und zwar mit den chinesischen Schulen und Co. Ich habe extrem viele Freunde, die auf die griechische Schule am Wochenende gegangen sind, auf japanische Schulen und so, einfach in spezifischen Schulen, die deren Kultur erfahren, ihre eigene Kultur erlernt haben. Denn mich hat es extrem genervt, in der 12. Klasse mir von einem deutschen Geschichtslehrer anhören zu müssen, dass Kolonisation seine Vorteile hatte und dass Afrikaner low-key, also unter Anführungszeichen selber dran schuld sind, dass sie versklavt worden sind, da sie sich untereinander verkauft haben. Und ich dachte mir einfach nur so, er ist nicht mehr drauf eingegangen, auf meine Argumente, die ich hatte, die dagegen sprechen, sondern er hatte schon seine eigene Perspektive und hat versucht, sie einem afrikanischen Kind aufzuzählen. Also wie ist es dann bei den ganzen anderen afrikanischen Kindern, die das von einem deutschen Geschichtslehrer erlernen und denen nicht mehr zugehört wird? Die zum Beispiel auch nicht das Wissen haben, das ich hatte. Wenn ich weiß zum Beispiel, dass die ersten Kaiserschnitte aus Uganda kommen, dass Afrika einfach viel früher als Europa und Co. schon in der Eisenzeit war und eine Bronzezeit nicht mal erleben musste. Wenn ich all diese Sachen weiß, sorgt es dafür, dass ich einen Stolz für meine Herkunft erfinde. Also das mache ich auch gerade mit den kleinen Kindern. Und die sind dann
extrem geschockt zu wissen, dass Afrika nicht nur aus Sklaven besteht, dass in Afrika, wie Krummer gesagt hat, die ersten Zivilisationen waren, dass Afrikaner super viele Sachen wie alleine Mumifizierung, wenn man drüber nachdenkt, herbeigeführt haben, dass ich auch selber irgendwann gelernt habe, dass nur weil ich in irgendeinem Betongebäude lebe, es nicht schlecht macht, dass eine andere Person in einem Lehmhaus wohnt, weil es theoretisch eigentlich so smart ist, also so klug ist, denn es sorgt einfach dafür, dass Wärme gespeichert wird und über sowas denken wir gar nicht nach. Wir denken halt wirklich, dass unsere westlichen Lebensweisen viel besser sind, aber erst wenn wir anfangen, uns mit afrikanischer Geschichte auseinanderzusetzen, lernen wir eigentlich, wie viel vorteilhafter es war. Ich habe alleine in den letzten Monaten, um diese Workshops vorzubereiten, gelernt, dass in den afrikanischen Königreichen unter anderem sie nicht nur Krieg genutzt haben, um ihre Königreiche zu erweitern, sondern dass sie zum Beispiel durch ihre Glaubensrichtungen ihr Königreich vergrößern konnten. Wenn sie viel Farmländer hatten, konnten sie auch ihre Königreiche vergrößern. Wenn sie politisch sehr aktiv waren und andere kleinere Königreiche beschützt haben, konnten sie dafür sorgen, dass sich Königreiche annexieren. Dass ich unter anderem auch gelernt habe, wie extrem divers einfach afrikanisches Wissen war, dass alleine, dass ich ein Smartphone habe, das Touch hat, dass es von einer afrikanischstämmigen Frau kommt, diese Technologie, dass so viel von Afrikanern herbeigeführt wurde, konnte ich erst im Laufe der Zeit lernen und ich musste mir das selber beibringen. Das wird mir niemand beibringen, vor allem nicht eine deutsche Person, eine europäische Person, eine Person, die einfach nicht aus Afrika ist. Dass ich Sachen lernen konnte, wie Koma ganz am Anfang erwähnt hatte, afrikanische Medizin, die einfach viel, viel besser ist als westliche Medizin. Denn also ich studiere ja auch Pharmazie und ich weiß, was da alles drin ist, also was Leute zu sich nehmen. Und erst nachdem man dieses Verständnis entwickelt, entwickelt man auch einen Stolz für seine Herkunft. Und es gibt einen Herrn, der heißt Wuzi Tembegwayo, glaube ich, der hat etwas gesagt, was sehr hart ist, aber er hat so recht. Er hat gesagt, Afrikaner sind, also schwarze Menschen, er hat es sehr grob gesagt, auch für African-American people, schwarze Menschen sind nicht dazu bereit, frei zu sein. Und als ich das gehört habe, ich konnte nicht mal wütend sein, denn es ist bei vielen einfach wirklich so. Es ist für viele einfach leichter, in dieser Opferrolle drin zu bleiben, weil sie nichts anderes kennen. Wir kennen nur diese Geschichte von Sklaverei, wir kennen nur die Geschichte von Afrikaner sind arm, Afrikaner brauchen weiße westliche Menschen, die sie hochbringen, die ihnen Medikamente geben, die ihnen Arbeit geben, Geld geben, Kraft geben, denn ohne sie sind sie nichts. Und wenn du das konstant lernst, dein Leben lang, hast du so ein Selbstbild. Und selbst wenn dann eine Person wie ich kommt und dir sagt, hey, nein, du kannst es auch alles alleine schaffen, wenn du es nicht von klein auf verlernt hast, wird es sehr schwer sein, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Und es geht nicht darum, dass du ein Opfer sein möchtest, sondern es geht darum, dass du irgendwann im Laufe deines Lebens so viel Input bekommen hast, dass du dich dazu einfach daran gewöhnt hast. Du kennst nichts anderes. Du kannst nur ein Opfer sein. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, frei zu sein. Obwohl wir theoretisch frei sind, sind wir es nicht. Und das ist halt mein Punkt mit Bildung. Es ist so wichtig, dass Kinder von klein auf erlernen, was reelle afrikanische Bildung ist und nicht, dass sie darauf warten, dass sie es in deutschen Schulen, in europäischen, in weißen Schulen machen, denn die werden es nicht machen. Es ist nicht zu ihrem Vorteil, zu sagen, dass Kolonisation schlecht ist. Denn sobald zum Beispiel Frankreich nicht mehr seine Finger in afrikanischen Ländern hat, Frankreich hat keinen Wert. So ohne afrikanische Länder wird Frankreich untergehen. Und das sage ich jetzt schon. Deswegen, was bringt es ihnen, uns zu sagen, oh, eigentlich war Kolonisation voll schlimm. Wir sollten uns vielleicht entfernen aus afrikanischen Ländern, wenn sie selber wissen, dass sie abhängig sind von den Ressourcen Afrikas und abhängig sind von den Laborers, die aus Afrika kommen. Danke für die klaren Worte.